Wir beginnen die heutige Sendung im St. Peter Stiftskeller. Dieser war Schauplatz der Ednights, dem Sommerfest der Salzburger Kreativbranche. Dieses Come-Together mit vielen kreativen Köpfen stand ganz im Zeichen der 80er Jahre. Minisex, die Kultband der 80er, war ein Garant für gute Stimmung. Die Ednight, das erste Sommerfest der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Salzburg, stand ganz im Zeichen der 80er Jahre. Auf der Bühne die Hitparadenstürmer von damals, Minisex. Und was fällt Ihnen noch zu den 80ern ein? Naja, man sieht es eh bei mir. Stirnbandel, Aerobic. Vicky Slime and Piper, Neon. Dann eine Barwag-Werbung, die sich konstant 5 Jahre lang am Sender gehalten hat. Miami Vice. Und viel zu enge Hosen und viel zu bunte Farben. Fokuhila, Jogging High, kann ich mich noch erinnern. Und natürlich super Mucke. Nena, Udo Huber, Michael Jackson. Der angesprochene Hitparaden-Moderator Udo Huber sorgte dann auch noch für ein paar musikalische Gusto-Stückerl aus den 80s. Hatten es die Werber damals eigentlich einfacher? Ja, in der Zeit war die Möglichkeit, leicht Geld zu verdienen. Die haben es eindeutig viel leichter gehabt. Wieso? Die haben jeden Tag Udo Huber im Radio gehabt und das haben wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, in Wirklichkeit haben es die Werber immer schwer gehabt, außer sie waren gute Werber. Dann haben sie es in den 80ern genauso leicht gehabt wie in diesem Jahrzehnt. Aber man hat an diesem Abend den Blick nicht nur in die Vergangenheit gerichtet, schließlich war das Fest auch Startschuss für die Einreichphase für den Salzburger Landespreis. Der Salzburger Landespreis ist nach wie vor der größte in Österreich. Es ist wahrscheinlich auch der beste, aber das behaupten es andere nicht wir. Es gibt 15 Kategorien und vor allem eine neue Kategorie. Die neue Kategorie ist die Kategorie Social Media, weil gerade in dem Bereich sehe ich zurzeit extrem viel tut und dem wollten wir Rechnung tragen. Ein Preis, der in der Branche einen großen Stellenwert hat. Ich bin jetzt eine relativ junge Werbefirma, habe ja vor 2 Jahren mitgemacht, einen Preis mitgenommen. Es ist sehr wichtig und ich kann jedem empfehlen, sich genau zu überlegen, was er macht und er soll auf jeden Fall dabei sein. Also ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich halt in Salzburg positioniert, auch mal vergleicht und einfach seine Leistungen einmal präsentiert und schaut, wo man steht. Das hat sich, ich kann mich noch gut erinnern, es war zwar nicht in die 80er, aber ich glaube in die 90er, wie er angefangen hat, da waren wir auch schon dabei. Da war es halt, tun wir halt mit. Aber mittlerweile ist es ein seriöser Preis, der von der Branche, aber auch von den Kunden, glaube ich, anerkannt wird. Und wir werden uns bemühen. Salzburg ist das definitiv der wichtigste Preis, weil die Kunden diesen Salzburger Landespreis stärker wahrnehmen als zum Beispiel österreichweite Preise. Und deshalb sollte man als Werber auch unbedingt mitmachen. Einreichungen sind bis zum 15. Oktober möglich. Die Preise werden dann am 8. März 2012 verliehen.